Herzlich will Heil Hallo Leute und willkommen zum neuen Sp zu meinem Video zu dem Video und ich spiele mal Escape Test und ich bin im wir sehen gerade muss ich aus dem Gefängnis ausbrechen und ich weiß nicht, wie ich aus dem Gefängnis ausbrechen. Könnt mir auch gerne in die Kommentare ja, für Tipps und so Sachen schreiben, wie ich aus dem Gefängnis ausbreche. Und übrigens, ich weiß auch, wie man Schlüssel kopiert. Und ja. Erstmal gucke ich nach Zellen. Das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ja. Magazin. Ich weiß, wie ich aus dem Gefängnis in einen Tag oder in 2 Tage ausbrechen kann. Dafür brauche ich erstmal ein Magazin. Dann brauche ich noch so ein Klebeband. Dann kann ich das zusammen kombinieren. Dann habe ich Poster. Gabel nehme ich mit. Und dann kann ich das bei Mauer platzieren. Halt, wo ich Mauer kaputt gemacht habe. Erste Hilfe verkastet dann auch. Falls die Musik laut ist. Ja, und außerdem Leute, ich plan bei diesem Spiel in bei Gefängnis, wie ich ausbrechen kann. Und ja. Erstmal muss ich mein ganzer Gegenstand da rein tun. Gabel nehme ich mit. Könnte ich ja gebrauchen. Messer könnte ich auch mitnehmen, aber wofür bringt es? Also, mit Messer könnte ich Zaun durchschneiden, aber ich weiß, wie man eine Zange baut. Man braucht dafür 2 Pfeile und ein Klebeband. Und dann hat man den Zange. Und ja, ich gehe erstmal aufpumpen. Also ein bisschen Stärke machen. Mittagessen. Ich gehe einfach mal zum Mittagessen. Also hier Leute, ich werde hier mit den Gabeln Mauer kaputt schlagen. Dann werde ich da Poster hin platzieren. Dann werde, wenn ich eine Zange habe, werde ich mit einer Zange mit Wärteruniform ausbrechen. Und dann
bin ich schon beim zweiten Gefängnis. Aber das braucht ein bisschen, bis ich ausgebrochen bin, weil ich brauche mal erstmal dafür Gegenstände. Ich arbeite. Damit ich meinen Job nicht verliere. Das auch noch ein, das rein. So, das mache ich auch noch. Ich bin so dumm, ich bin mit Werteuniform rausgegangen. Obwohl diese Werteuniform illegal war, bin ich dann rausgegangen. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte einfach nur. Jetzt alles klar. Ich gehe dann. Au. Die haben mir $5 abgezogen. Übrigens, Leute, ich überlege auch gerade, wie ich an Pfeife bekommen kann. Ich kann ja bei Abendessen diesem Messer klauen und dann, wenn Nachtruhe ist, schon paar den Zaun schon mal durchschneiden, aber das würde jetzt nicht so besonders klingen. Aber ich könnte ja mal ausprobieren, ob ich das machen könnte. Shit. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Ja. Ich kann hier Zaun durchschneiden, aber erstmal brauche ich eine Klebeband und Martin bleibt mal stehen. Oh, der verkauft Klebeband.
Jo. Gut. Dann kann ich schon mal Klebeband und Magazin nehmen. Poster habe ich. Ja, gut, ich könnte schon da nehmen. Oh, scheiße. Mein Inventar ist voll dann. Ja, gut. Ich mache jetzt mit Gabel, mache ich hier das kaputt. Geh weg. Mache ich hier kaputt, dann kann ich Poster hinmachen und dann sehen die Wärter das gar nicht. Sind nur den Poster und denken, sind nur die, halt wenn da ein Loch ist, das sehen die das dann eine Mau nur Poster ist und ja. Musst du unbedingt mir folgen jetzt? Ich nicht. Leute, das sieht sch Ausgangssperre. Erstmal tue ich speichern. Komm, mach auf. Hallo. Erstmal schaue ich, ob dieses Mauer, ob dies. Gut, Leute, das Ding ist, ich hab's gleich diese Mauer zerstört. Dann kann ich Poster im Platz sehen und dann sehen die Wärter das gar nicht. Dann, wenn Nachtruhe ist, ernsthaft jetzt. Der verfolgt mich. Ich würde sowas von ihm zusammenschlagen, dass er mir nicht verfolgt. Aber kann ich ja nicht. Aber dafür muss ich erstmal ihm entkommen. Wow. Ja, gut. Ja, gut. Das war doch keine gute Idee. Ich habe eh kein Geld mehr. Ja, dann
mache ich hier mal weiter. Alles klar, verfolg mich nicht. Oh. Warum müssen die mich immer verfolgen, Alter? Ich muss schnell diese Mauer und Gabel wegpacken. Gut, ich habe es runtergespült. Jetzt brauche ich die Wärteruniform, Erste Hilfe, das da und Messer. Sorry, Leute, dass das bei mir abgestürzt ist. Ich konnte ja jetzt auch nicht dafür nichts dafür, dass das bei mir abgestürzt ist. Wenn noch meine, also wenn meine Sachen noch da sind, dann mache ich weiter. Gut, ich kann noch wieder. Aha, wie laut war das? So. Was habe ich denn gemacht, dass du es siehst? Ich habe doch nichts gemacht. Und das sieht mich, wie ich einfach. Oh. Alter, Junge, fick mich. Junge. Also im Ernsthaft, ich will hier weiter diese Mauer zertrümmern, aber wenn die Wärter kommen und mich sehen, wie ich das mache, dann muss ich aufhören. Weil ich kann nur das machen, wenn kein Wärter in der Nähe ist. Geh weg, du dummer Wärter.
Was habe ich denn gemacht, dass du... Herr Tango, aufhör. Ich habe ja nichts gemacht. Helf, help. Könnt ihr mal mich helfen? Gut, ich habe jetzt die Mauer kaputt gemacht. Jetzt werde ich die ganze Mauer und Gabel in Toilette machen und runterspülen. Jetzt brauche ich das da. Dann nehme ich das kurz. Gehe zum Mittagessen. Und dann suche ich weiter nach Pfeilen. Nach So. Wenn ich Job bekomme, dann... Ich glaube, ich bekomme gleich meinen Job. Dann mache ich das da. Und dann gucke ich in die, wenn ich... Jetzt habe ich meinen Job, das mache ich kurz auch. Ich mag halt nicht im Gefängnis Kleidung zu waschen, aber muss halt sein. Wenn die es mir so sagen, dann muss ich das machen. Erstmal schaue ich bei Moris, was er hat. Eine Gabel, Kamm, Zahnpasta, Rolle, Klopapier, Stück Seife, DVD, Naturschwamm und Gabel. Brauche ich nicht. Schaue ich bei dem, was er hat. Der hat eine Draht. Brauche ich überhaupt eine Draht? Nee, ich glaube schon, aber wofür denn, weiß ich nicht. Man kann mit dem Draht irgendwas machen, aber ich weiß gerade nicht, was denn genau. Vielleicht kann man mit dem Draht einen Gegenstand machen, soweit ich weiß, aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Also ich habe, wie laut das ist. Erstmal packe ich die Messer weg. Ich brauche nur Pfeile. Pfeile.
Option. Alter, ich mach mal ein bisschen leiser, weil das tut in meinen Ohren weh. Es ist so laut. Was handelt er? Was? Brecheisen. Brecheisen. So. Abendessen. Das, dieses Poster, die, nee, guck, hier ist so ein Häftlingsbeute, aber da kann ich nur nehmen, wenn ich dafür eine Mauer einbreche und dann eine Poster mache. Ich könnte wirklich Mauer einbrechen und dann beim Häftlingsbeute was nehmen und dann Mauer wieder zumachen, den, also ma bei dem Loch wieder Mauer platzen, dann können die es nicht sehen, was ich verkaufte, was Gutes. Nee, ich brauche noch eine Pfeile, weil mit zwei Pfeile und ein Klebeband kann man sich so einen Zange bauen, aber ich brauche noch eine Pfeile. Und ich habe nur ein Pfeile. Das wird jetzt Markus verkauft. Auch was war nicht so besonders, was ich gebrauchen könnte. Erstmal ein bisschen Intelligenz auf verbessern, damit ich mir den Zange überhaupt herstellen kann, überhaupt damit ich die Zange bauen kann. Dafür brauche ich Intelligenz. Viele. Gleich ist Abendabhilfe, soweit ich weiß. Erst nur bei 22 Uhr. Okay. Warte mal, was? Medizin. Und Hammer. Was könnte ich mit einem Hammer machen? Könnte ich mit einem Hammer? Erstmal habe ich Hammer weggeworfen. Gut, da bin ich. Tag, Officer. Was verkauft der? Schraubenzieher und Draht und Magazin. Schön zu wissen. Trevor,
Brecheisen, Medizin, Magazin, Holz. Brauche ich nicht. Bin ich? MD? Nachtruhe. So, dann gehe ich in meine Zelle rein, leg mir Speicher, damit die Gegenstände da sind Klebeband und Wärteruniform und Pfeile ist immer noch da. Gut. Ich brauche eigentlich Messer nicht. Oder doch. Falls meine Zange kaputt gehen sollte, kann ich mit Messer auch Zaun durchschneiden. Warte, ich guck mal, der verkauft immer noch das gleiche. Was verkauft der auch das gleiche? Wie die durchsuchen. Ach nee, scheiße, die durchsuchen meine Zelle. Scheiße, die durchsuchen meine Zelle. Die durchsuchen. Gut. Jetzt können die nicht mehr meine Zelle. Weil wenn ich was Illegales, was Illegales an meinem Schreibtisch habe, gucken sie, durchsuchen sie an meinen Schreibtisch und wenn die Wärter in meinen Schreibtisch gucken, dass ich was Illegales habe, dann nehmen sie das ab. Und wenn ich jetzt Toilette mache, dann ne nehmen sie mir das nicht ab. Deswegen habe ich, guck ich gleich, ob die meine Zelle durchsuchen. Wie lang geht das Video? Leute, auf jeden Fall beende ich gleich bei dieses Video. Bitte. Was? Pfeile zweimal und Klebeband. Ja, ich habe ein Pfeil. Ne? Ein Pfeil, aber kein zwei Klebeband. Ich hab ein Pfeil und ein Klebeband, aber ich brauche zwei Pfeile. Noch. Also la ah, geil. Geil. So Leute, an dieser Stelle beende ich jetzt das Video. Halt, falls ich nicht immer noch nicht ausgebrochen bin, sehen wir dann bei nächster Part, also bei nächster Folge, werde ich dann ausbrechen, weil ich habe zwei Pfeile und ein Klebeband, also kann ich mir diese brüchige Zange bauen und dann halt bauen und dann bei Nachtruhe werde ich dann ausbrechen.
Dann bin ich beim zweiten Gefängnis. Aber bei die. So Leute, ich beende das Video, falls ihr das gefallen hat, euch dieses Video, dann könnt ihr gerne Like da lassen und mich dann auch Abo da lassen, falls euch das gefällt. Und Glocke aktivieren ist alles nur kostenlos. Und ihr könnt auch auch in die Kommentare schreiben, also ihr könnt mir Tipps geben, wie ich bei Escapists so Sachen craften kann und so halt Sachen wie diese brüchige Zange oder was weiß ich. Und damit beende ich jetzt auch dieses Video. Bis nächste Mal.